Habt ihr schon mal von White Monkeys in China gehört? Also weiße Menschen, die sich hier quasi zum Affen machen? Meistens sind damit so White Monkey Nebenjobs gemeint. Also so kleine Jobs, die du nur als Weißer annehmen kannst und wo du auch nichts können musst, außer eben weiß zu sein. Zum Beispiel kommt es manchmal vor, dass chinesische Firmen von einem sehr großen Kunden besucht werden und die möchten international erscheinen. Deswegen setzen sie sich einen Weißen ins Büro, der so tut, als würde er dort arbeiten. Und von so einer Art Jobs gibt es auch noch ganz viele andere Varianten. Was es auch gibt, ist, dass Weiße in Clubs gelockt werden mit kostenlosem Alkohol und zum Teil sogar mit Bezahlung. Wenn du eine hübsche Frau bist und im Club tanzen möchtest, wirst du dafür gerne bezahlt. Allgemein werden diese Jobs relativ gut bezahlt, denn Weiße sind halt immer noch Mangelware und ja, daher sind die sehr beliebt bei ausländischen Studenten hier. Würdet ihr euch auch gerne mal für Geld zum weißen Affen machen?